Oh Gott, der Zug. Damit wollen wir heute starten. Na los, komm. Und wir dürfen angreifen, wenn wir die das halbwegs gut verteidigen. Ich sag's euch. Aber schauen wir mal. Ich würde doch gerne noch D-Day spielen. Ich guck mal, ob ich den heute auch noch irgendwie kriege. Für den 6. Juni. Ist zwar schon ein paar Tage her, aber schön wär's trotzdem. Naja, konzentrieren wir uns erstmal hier drauf. Zum Warmmachen. Rennen den Zug. Er sieht mit uns zusammen! Wir kamen den Gefangenen zu uns! Sehr gut! Hurra! Ich geh rein in den Verein, okay? Hier siehst du nix. Hier siehst du absolut nix. So weit wie möglich gleich nach außen. So, eine standardmäßige Häuserreihe. Ich weiß nicht, ob wir irgendwann kommen. Der läuft. Er hat mit dem Panzer offensichtlich Spaß. Wichtigste Aktion von mir. Der Feind ist im Zug. Kopfschuss! Haha! Auf jeden Fall heute gefordert. Vorne Begleitmannschaft. Du hast noch nicht genug? Da hätte ich mir viel machen können. Letztes Magazin. Irgendwann ist Ende. So, wir kommen natürlich gut voran, weil Roland gut voran kam. Es ist das erste Mal, dass Roland fällt. Und das erste Mal, dass auch der Zug dann steht. Also komplett. Okay, Artillerie wird direkt genutzt. Das ist schön, das ist sehr gut. Ich weiß nicht, wie weit wir nach vorne kommen. Ja. Wieder mal ein klassisches Beispiel, dass Esminen völlig überpowered sind und dass es viel zu viele auf der... Bombe gegen die Bombe. Ich musste weg. Ja, jetzt ist das ganze Gelände da umsingelt. Ah, es ist ganz schwer ranzukommen. Ich sag ja, so ein Zugverteidigung ist so easy.
gerade stellst du zu, rechts und links ein bisschen Flankendeckung und schon schießt du halt da. Und kommst da halt nicht mehr ran. Ah, ein paar F-Minen aufgestellt, tralala. Bei dir halt los. Irgendwo was bauen, aber ich komme nicht dazu. Bis dahin ist mein ganzer Druck hier erledigt. Und jetzt, wenn der halbwegs gut ist, kommt er hier angelaufen und macht das Ding kaputt. Und meine ganze Arbeit war umsonst. Ich komme hier auch rum, überall sind. Fakt ist, wir haben hier jetzt erstmal in der Nähe einen Posten. Hilft uns aber auch nicht weiter. Lasst uns bald leichter und lasst endlich ab! Sehr schön. So klar, ne? Ich sag ja, völlig übertrieben, diese Esmin. Weil du halt 100 Stück davon beihaben darfst. Ich brauch mehr Leute hier. Shit, ey, ich muss jetzt hier mit der. Wie schön, dass wir Halbautomatik spielen gegen Vollautomatik. Das ist immer wieder ein schönes Erlebnis. Durch die Wand erschossen, nicht schlecht. Musst du auch erstmal schaffen. Keine Ahnung, wird wahrscheinlich eine Pack gewesen sein, die 20.000 Kilometer entfernt steht und irgendwo da wartet. Aber die geben ordentlich Zunder und es ist verdammt hart. Ich sage ja, so einen Posten aufzubauen lohnt fast gar nicht. Weil erstens rennst du in eine Messmine, zweitens, wenn du dann aufgebaut hast den Posten, kommst du eh nicht mehr oder steht er zu wenig. Ich rufe die Artillerie! Verstanden! Feuer! Aber alle spielen gut mit, es ist spannend, keiner weiß, wer gewinnt. Geschafft, aber es ist noch ein langer Weg. Sag bitte, das Ding funktioniert. Einsteigen. Wäre schön, wenn er mal nach rechts ziehen würde, macht er aber nicht. Deckung.
Unterstützung. Wird das gespawnt, sehr gut. Eigenen Leute. Hat nichts mehr bei. Wir sehen noch so viel Deckung, wie wir können. Aber mein Posten steht gut. Nicht überragend, aber er steht. Und der ist jetzt klasse. Perfekte Seitenverlagerung. Die konzentrieren sich alle jetzt auf links und wir kommen jetzt von rechts. Sehr gut. Hier können nicht alle Seitenabdeckung. Wir brauchen Artillerie. Verstanden. Artillerie! Jetzt ist das Haus im Abschuss. Ja, der hat mich erschlagen. Ja, da war nicht mehr drin. Sammelpunkt zerstört. Könnte zu spät sein für einen Gegner. Das ist echt beschissen hier. Der Feind hat den Zug erobert. Wir verlieren an Geschwindigkeit. Oh Mann, ey. Alles ist so gut wie tot und jetzt wahrscheinlich ich auch. Das ist offenes Feld hier, das ist doch dämlich. Ist der Molly noch? Ja, der müsste an der Tür angekommen sein. Posten, alle sind dran. Weißt du, ich kann auch mal nach vorne gehen, kann da mal so eine Situation reißen. Werfen.
überragend gespielt, aber interessiert keine Sau. Hast noch nicht genug? Wieder selber abgefackelt, das wird nicht. Auf dem Zug sind Verbündete. Wir haben den Zug verloren. Wir halten an. Fackel ab! Ja, der Posten ist weg. Das wird jetzt verdammt eng. Jetzt kommt es wirklich nur noch mal drauf an. Wer kriegt jetzt noch mal Artillerie? Die Artillerie könnte jetzt noch mal entscheidend sein. Wenn ich meine noch mal setzen kann. Artillerie! Feuer! Verstanden! Bestätige Feuer! Können wir nicht rüber schaffen. Das ist jetzt echt schlecht. Oder nicht? Ein Treffer! Ja. Wir verlieren an Geschwindigkeit. Aber das war wenigstens mal spannend. Das war knapp. Das erste Spiel des Tages, das ist immer so, wenn ich verliere, 90%, wenn dann das erste Spiel des Tages, weil wäre sonst langweilig, weil wenn ich eingespielt bin, wenn ich gut drauf bin, wer spielt dann schon gegen jemanden? Ist doch normal, ist so ein bisschen wie Bayer Leverkusen, wer spielt denn gegen eine Mannschaft, die 50 Mal, ja, da hintereinander verloren oder nicht verloren hat? Wer spielt denn dagegen? Da wartet man, bis sie einen schlechten Tag haben und dann spielt man gegen die. Vorher doch nicht. Ich bitte euch, Freunde. Ja, er campt jetzt hier hinten, hat er noch ein bisschen. Hat er da noch 20? Ja. Wenn er nur noch steht oder die Katze auf dem Gewehr. Aber die haben das gut verteidigt. Das ist halt, du kannst da eigentlich nicht viel verkehrt machen. Wenn du rechts und links von dem Zug da, von dem Gleis, dem Gehs aufstellst, dann war's das. Da kommst du dann nicht ran. Da vorne ein bisschen abdecken. Wir sind gut vorangekommen, haben alles reingeworfen. Aber heute war mal nichts zu machen.